lange hat's gedauert, wir sind zurück. Ich bin zurück wegen einem Video, wegen einem Kommentar auf meinem Kanal. Und zwar hat's geknallt. Viele haben gesagt, hey, du blöde Schwuchtel, mach mal wieder ein paar Videos. Ich dachte mir, wir warten mal ab, bis der folgende Kommentar kommt. Ey Leute, er hat auch ein Privatleben. Wartet doch einfach ab. Und in diesem Moment habe ich mir gedacht, hey, macht mal wieder ein Video. Und deswegen könnte ich alle bei dem YouTube-User bedanken, der das auf meinem Kanal geschrieben hat. Also alle jetzt danke, danke auf meinem Kanal Kommentar schreiben. dann seid ihr quitt mit ihm. So, wir wollen beginnen mit einem App von Das Örtliche. Und zwar kann man hier Weihnachtsmärkte suchen. Und das knallt durch die Decke. Ja. Das heißt, Sie geben einfach eine Postleitzahl ein. Oder Sie können natürlich auch, wenn Sie das App runterladen, dann fragt er Sie auch, ob er Ihren Ort orten darf. So. Und dann bekommen Sie die nächsten Weihnachtsmärkte in Ihrer Nähe aufgelistet, wie hier zum Beispiel der Christmasmarkt. Ja? Der Christmarkt, historischer Christmarkt in Lüneburg. Immerhin noch 14 Kilometer von mir entfernt. Dann können Sie natürlich auch draufklicken. Und hier gibt es keine Bilder dazu, ist jetzt auch nicht so bekannt, Lüneburg. Ja? können Sie sich dann auf der Karte anzeigen lassen. Und sogar eine Route planen. Also das sind so Standarddinge, die bei solchen Applications auf jeden Fall dabei sein sollten. Unterlegt mit so einer komischen Weihnachtsmusik klingt ja nicht. Aber nett gemeint. Also runterladen. Eine weihnachtliches App. Wenn Sie keinen Weihnachtsmarkt in Ihrer Nähe finden. So. Dann habe ich was richtig Fantastisches, und zwar RAN. RAN kennt jeder, ist eine Zusammenarbeit zwischen Premiere und Sat.1, wo die Bundesliga und UEFA Cup und sehr, sehr viel übertragen wird. Und hier können Sie, das ist richtig geil gelungen, sehen Sie das? Sie können hier richtig schön slidern, wie in der Bibliothek von iTunes, so fühlt man sich so ein bisschen. Und kann sich gleich hier oben ist die Videoarena, dann ist natürlich hier auch ein bisschen Werbung. Ne, aber das ist richtig genial geworden. Also Weltklasse. Also die Videos laden natürlich auch der Bandbreite entsprechend sehr schnell und fix. Man kann sich dann hier die Videos direkt angucken, einfach draufklicken und den Bildschirm dementsprechend richten. Und dann wird das Video geladen und Sie sehen schon an dem Ladebalken, das geht richtig fix. RAN, das hat eins Fußballmagazin. Ja, so ist das. Also RAN ist richtig fantastisch gelungen. Das ist einfach sozusagen die RAN-Website für ja, die RAN-Website für euer iPhone und euren iPod Touch. Einfach mal testen das Ganze und gerne Videokommentare zu diesem App. Wer hatte schon und ja, wer noch nicht in diesem Sinne. Wer dann mal sich vor Augen halten will, wie groß Deutschland, wie doll, wie verpisst viele Trilliarden von Euros Deutschland verschuldet ist, der kann sich folgende Applikation runterladen, die Staatsverschuldung. Armes Deutschland heißt dieses App. Da sehen Sie die Arbeitslosenzahl aktuell, Geburten, Todesfälle, Scheidungen, Hochzeiten, all sowas sehen Sie hier. Und das aktualisiert sich und läuft normalerweise hier immer weiter. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade nicht der Fall ist, aber es sollte bei Ihnen funktionieren. Staatsverschuldung, auch das App kann man sich mal als kleine Applikation runterladen, um einfach mal zu sehen. Ich lebe in einem verdammt verpissten Land, aber es geht schlimmer. Ich glaube, Italien ist noch mehr verschuldet. Da gibt es noch ganz viele Länder,
die noch viel höher verschuldet sind als wir. Also das muss man sich auch mal vor Augen halten. So. Wer wieder ein paar hübsche Bilder auf seinem iPod oder auf seinem iPhone haben möchte, der lädt sich bitte Extreme Hot Sexy Girls Collection runter. Da kann man wählen unter Sweet Sexy Hot und dann nehmen wir natürlich Hot. Und da kann man sich dann hier so ein paar Girls aussuchen und wenn einem ein Girl gefällt, oh Gott, Gottes Willen. Nicht alles, oh, das ist aber echt so, die haben so Fressen, wo du denkst, holla. Hier Indisch gibt's auch. Ja, und wenn du dann irgendwann mal hier was findest, was akzeptabel ist, gehst du hier unten auf Foto speichern und dann wird das Foto unter gesicherte Fotos abgespeichert. Das kennen sie ja schon. So, kleine Applikation, um ein paar hübsche Bilder auf den iPod zu bekommen, ohne zu synchronisieren. So, auch das ist wichtig. Ja. Wir machen weiter mit der Einkaufsliste. Das heißt, Sie können einkaufen. Die Einkaufsliste ist auch wieder ein kostenloses App, wie fast alle Apps, die ich wollte. Ich habe noch nie ein kostenpflichtiges App. Einkaufsliste auf dem iPhone nutzen. Sichern Sie sich weitere Vorteile, indem Sie sich kostenfrei unter. Nein, also Sie können sich kostenlos registrieren und haben dadurch noch mehr Möglichkeiten. Ja, Sie sehen schon, hier wurde eben alles vorgestellt, was man hier machen kann. Also hier kann man eine Einkaufsliste erstellen. Die kann man dann nennen, so, zum Beispiel er, und dann kann man sagen, neuer Artikel, was ich jetzt kaufen würde, ist beispielsweise Salat. Und dann kann man hier noch mehr Sachen, ne, was man halt so kaufen will. Und wenn man aber fertig geht, dann weiß man, aha, ich muss nur Salat kaufen und wenn ich das habe, kann ich einen Haken ransetzen. Das habe ich ja so in der Art schon mal in dem Coop-App vorgestellt. Ne? Das ist jetzt aber einfach ein, ja, genau, da hat man hier die Einkaufsliste, eher, den Laden gibt es nicht, aber da wollte ich Salat kaufen und dann kann ich gucken, ob ich das schon getan habe oder nicht. Sehr schönes App, nicht mit irgendwelcher Werbung bombardiert, einfach schnell und fantastisch. Dann habe ich ein fantastisches App für Sie und zwar, wie viel weißt du über Sex? Eine Applikation, die wirklich sehr gelungen ist, wie ich persönlich finde. Bitte runterladen, das ist Pflicht. Eine Frau muss beim Geschlechtsverkehr zum Orgasmus kommen, um schwanger zu werden. Das ist natürlich völlig falsch. Sie können ja auch einfach da rein urinieren. Ja, urinieren vielleicht nicht, aber Sie können da ihre ganze Mettwurst reinpumpen, auch wenn die Frau überhaupt nichts merkt. Sie wird dann schwanger, wenn sie denn in der Zeit ist, wo sie schwanger werden kann. Ja, wie groß ist der männliche Penis im Durchschnitt? Ja, es sind glaube ich nur 15 bis 17. Oh, was? Es sind nur 13 bis 15 Zentimeter? Erschreckend. Also da können Sie mal so ein bisschen Ihr Wissen testen. Wie viele Minuten brauchen Frauen allgemein, um zum Orgasmus zu kommen? Da würde ich doch glatt sagen 17 bis 22 Minuten. Ja, 15 Minuten. Das Geilste, was steht hier? Bei den Männern dauert es lediglich 3 bis 5 Minuten. Ja? Bringt ja nichts. Ja, fantastisch. Und viele andere Punkte. Haben Männer einen G-Punkt? Ja oder nein? Natürlich haben Männer auch einen G-Punkt. Prostata ist das Stichwort. Also diese Applikation gerne mal testen, das macht richtig Spaß. Aber wenn man es einmal durchgemacht hat, dann kann man die Applikation auch wieder löschen, weil es kommen keine neuen Fragen. Ne? Also von daher. Dann ein nagelneues App, was gerade erst im App Store erschienen ist. Der Weg zum Glück. Da werden Ihnen Fragen gestellt und dann bekommen Sie einen Hinweis, wie Sie glücklich werden. Wie viele Stunden Schlaf gönnen Sie sich? Ich muss echt sagen, 5 oder weniger. Weil ich bin nur am Arbeiten. Ja, wenig Schlaf wirkt sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und deine Laune an. Versuche dir deine Termine so einzuteilen, dass du täglich mindestens 7 Stunden schlafen kannst. Experten empfehlen, 7 bis 8 Stunden täglich zu schlafen. Wir können immerhin nachts auf einen Teil der Fernsehzeit verzichten, um ausreichend Schlaf zu bekommen. Ja, also da sind so ein paar Tipps für Sie mit drin. Das ist eine schöne Applikation. Auch die können Sie sich völlig kostenlos runterladen. Dann habe ich noch was Geiles, TimeDoc. Das ist eine Applikation, in der Sie ganz einfach
sich verschiedene Sachen anzeigen können. Zum Beispiel hier ist so, und dann kann man hier natürlich auch wählen. Und dann hat man so eine Uhr, die man einfach so sich da hinten, jetzt guck mal, jetzt sieht man mal, wie viele Fingerabdrücke da drauf sind, die man sich einfach so irgendwo hinstellen kann, und dann kann man die nämlich auch noch irgendwie abschließen. Ich wusste nicht mehr, wie das geht. Dann kann man Unlock machen. So. Und dann ist die nämlich geschützt, und dann können sie ihren iPod oder ihr iPhone einfach so hinstellen, und dann haben sie eine richtig schöne Designeruhr. Ja, und das ist dann geschützt, und das können sie nur mit dem Enter-Button hier unten wieder freischalten. Richtig genial. Das war's auch schon wieder. Ich glaube, es kommt in der nächsten Zeit ganz fix ein neues Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Gerne Kommentare. Ich freue mich. Danke und tschüss.